So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sea of the Dark Project, die Gold-Edition. Wir sind das letzte Mal, naja, fast unerkannt, uns haben die Zombies gesehen, in den Gefängniskomplex, oder zumindest bis zum Wachhaus des Gefängniskomplexes eingedrungen und haben, wie gesagt, noch keine Missionsziele erreicht, obwohl wir schon drin sind, aber naja gut, wir sind ja noch nicht ganz drin. Egal, wir haben die eine Wache schon ausgeschaltet, die dann erstmal stehen, wo es ist. Und dann legen wir auch schon gleich los. Ich mache nur mal schnell ein Autosave zu Anfang. Denn, wie gesagt, hier wird es eigentlich erst interessant. Wir fangen mit Block 3, also Zellenblock 3 und Zellenblock 4 an. Und zwar ganz einfach aus dem einfachen Grund, dass 1 und 2 unsere Hauptziele beinhalten und wir da später auch weiterkommen. Die schieße ich aus. Die ist nicht umsonst eine Fackel und keine Lampe. Nämlich genau deswegen. Das da oben ist tatsächlich, ja, er hätte es gedacht, eine Überwachungskamera. Die uns aber im Schatten nicht sehen kann. Und ich finde diese Stelle hier äußerst schwierig. Weil man nur mit dem flackernden Licht arbeiten kann. Aber wir gehen erstmal hier rein. Weil hier gibt es nämlich noch was zu holen. Wir haben bisher nur Karten von diesem Teil. Na gut, wir haben... Nein, okay. Ich bitte um Verzeihung, ich habe mich gehört. Das war ein Fehler von mir. Jedenfalls haben wir hier in dieser Kanalisation, das erfahren wir normalerweise an anderer Stelle, wer es noch nicht weiß, von jemandem. Aber da ich das weiß, wir haben hier, wie gesagt, eine Leiche mit einem Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist sehr, sehr nützlich. Das sind Felix' Notizen. Und wozu wir diesen Schlüssel brauchen, das werdet ihr später noch sehen. Das verrate ich euch jetzt noch nicht. Aber mehr ist hier unten noch gar nicht. Aber, man muss das sogar finden. Stimmt, man muss die finden. Aber das wird erst später aktualisiert. Vielleicht hätte ich es erst dann machen sollen. Naja, nun ist es zu spät. Jetzt habe ich schon gemacht. Wenn wir hier schon mal vorbeikommen. So, jetzt wie gesagt diese Stelle hier. Die ist nicht einfach. So nah wie möglich. Oh, das war zu weit. Ich glaube, der dreht sich auch seitlich. Die Kamera kann uns auch nur im Licht sehen. Dreht sich natürlich nicht. Das war crazy. Ah, hat's nicht gemerkt. Okay, dann ist alles in Ordnung. Zellenblock 3 oder 4? Wir nehmen 4. Warum, weiß ich auch nicht. Mir ist danach. 3. Nö, das hat nichts damit zu tun, ob ich zahlen mag oder nicht. Ich nehme die 3. Weil jetzt sind wir im Grunde genommen im Gefängnis. Wir haben da oben eine Wache. Wir haben hier die Zellen. Und so wie es aussieht, ja, ich muss 4 nehmen. Ne, ich muss 3 nehmen. Weil auf der Seite komme ich nicht weiter. Das habt ihr gesehen, die Wache da oben sieht uns. Gut, ich könnte warten, bis sie sich umdreht, aber... Nö, dann fangen wir lieber mit 3 an. Auf Seite 3 geht es genauso wenig, aber die dreht sich wenigstens gerade um. Jetzt habt ihr beide Seiten einmal gesehen. Das ist also doch relativ egal. Und es sind natürlich nicht alle Zellen besetzt. Wir merken uns mal, auf dieser Seite ist die untere offen. Und ja, genau. Verrate ich jetzt noch nicht. Und dann müssen wir mal nach da oben. Der kommt hier, glaube ich, sogar ganz runter. Das wäre nicht schlecht. Dann fangen wir ihn doch hier einfach ab. Bumm. Mal, wir waren ja überhaupt nicht sichtbar. Nein. Wozu dieser Raum hier ist, ich weiß es nicht. Hier ist nämlich nichts. Und in den kann man auch mal ganz schnell reinlaufen und dann ist man in der Sackgasse. Wenn man von Hammeriten verfolgt wird, nicht gerade günstig. Das ist ein interessantes Schleichspiel. Er dreht sich eben immer. Und wir müssen von Schatten zu Schatten. Im Grunde genommen nichts Besonderes. Doch, ich habe hier einen Schlüssel. Gut. Ich dachte eben, ich hätte keinen Schlüssel hierfür, dann wäre das nämlich umsonst gewesen. Aber ich habe Gott sei Dank einen.
bisschen schwierig jetzt. Ach, verdammt. Nee, war fehl. Bin ich zu spät. Ach, jetzt sind wir übrigens drin. Bin ich zu spät reingegangen. War mein Fehler. Hätte ich nicht machen sollen. Hätte wissen müssen, dass er sich gleich wieder umdreht. Aber nun gut. Ja, manchmal habt ihr nach dem Laden das Problem, dass er sich nicht umdreht. Blöderweise. Jetzt macht das. Jetzt dreht er sich aber anders. Ah, jetzt. Ja, also manchmal ist es so, wenn man lädt, dann ist das ein bisschen verbuggt. Dann drehen die sich anders oder gar nicht. Oder dann müssen sie einfach nochmal weggehen und dann klappt das auch wieder. Okay. Ja, ja. So, den mal eben verstecken. Und jetzt gucken wir mal in die Liste. Basso. Den brauchen wir. Und der liegt in Zelle 4. Und Zelle 4 ist unten. Und deswegen habe ich gesagt, merkt euch die 6. Wir wollen nicht alle öffnen. Wenn wir sie alle öffnen, kommen zwar alle Gefangenen raus. Aber die machen aktivieren dann quasi den Alarm bei den Hammeriten. So, jetzt seht ihr, die Hebel sind alle gleich. Außer der hier. Also bedeutet das, der andere Hebel ist Zelle 6. Ist nämlich offen. Und wir wollen an Zelle 4, also die Mitte von der Reihe. Tada! Ja, von der anderen Seite müsste es auch mit dem Schlüssel aufmachen. Ist ein bisschen nervig, aber auch nicht weiter tragisch. Und dann holen wir uns auch gleich den guten Basso. Und wer eben schon aufmerksam, zur Zellenblock 4 gehen wir gleich, wer eben schon aufmerksam aufgepasst hat, der weiß jetzt, was das Problem dabei ist, Basso aus diesem Gefängnis herauszukriegen. Richtig, er ist tot. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als ihn mitzunehmen. In Zellenblock 4 müssen wir auch, ja. Wir müssen auch in Zellenblock 4. Das Problem ist einfach, wenn die hier. Verzeihung. Wenn die hier den Alarm auslösen, dann sind hier mehr Hammeriten und die sind, wie gesagt, dann auch logischerweise in Alarmstellung. Das macht das Ganze nicht einfacher. So, jetzt sind wir oben in Zellenblock 4. Und deswegen, soll ja auch ein kleines Rätselspiel sein. Macht es einfach, befreit nicht alle Gefangenen, tut euch den Stress nicht an. Es sei denn, ihr habt wirklich auf dem Weg alle Hammeriten ausgeschaltet, dann könnt ihr natürlich auch die Gefangenen befreien. Dann interessiert das auch keinen mehr. Dreht sich eh nicht nach hier. Perfekt. Oder mussten wir nicht in Zellenblock 4? Ich bin mir... Den brauchen wir nicht. Was brauchen wir denn noch? Die Lucky Hand? Nein. Cutty ist nicht hier. Nein. Wir hätten nicht, tatsächlich nicht in Zellenblock 4 gemusst. Oder ist Izzy hier? Ich gucke nochmal schnell auf die Liste, aber ich glaube nicht. Es sei denn, die spawnen immer in anderen Gefängniszellen. Ach. Das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Cutty ist tatsächlich hier in Zellenblock 4. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Mir war so, als wäre er in Zellenblock 1 gewesen. Und er ist in der 6. Die 6 ist dort. Das ist die Reihe, wo alle zu sind. Muss dann wohl die sein. Jetzt muss ich überlegen. Das kann man sich nicht so einfach herschließen. Ob das jetzt der obere oder der untere Hebel ist. Es war der untere. Okay, jetzt ist Zellenblock 6 auf. Dann wollen wir zu Cutty und wir holen uns unsere Schulden. Seine Schulden. Nämlich das, was er uns schuldet für den Lord Baffert-Auftrag. Los geht's. Afraid you're gonna be disappointed. Good thing you're dying. Kill you for stiffing me again. Snap, snap, puppy. But I owe you, so. Felix went after the horn of Quintus down the Bonehold. Left me his notes. The hammer's got him, put him in their evidence box.
Loot collection, more like. Stairs. Officers' quarters. Once you're up there, hidden passage. If damn hadn't rotted my lungs. So, Cutty nehmen wir nicht mehr mit, aber er hat uns natürlich erzählt, ja, es wird hier nicht angezeigt. Okay, er hat uns aber natürlich erzählt, dass wir in den Offiziersquartieren der Hamariten genau das finden, wonach wir suchen. Und wonach suchen wir? Natürlich nach Gold, beziehungsweise nach Schätzen. Da er uns ja noch was schuldet. Und die Schulden holen wir uns dann halt einfach eiskalt von den Hamariten. Gut, wir gehen jetzt in den anderen Zellenkomplex. Denn dort müssen wir auch hin, um die Offiziersquartiere zu erreichen. Und ich glaube doch tatsächlich... Nee. Irgendwas hatte ich doch mit der Karte. Was war denn das? Mir fällt es nicht ein. Irgendwie konnte man die Karte hier, glaube ich, noch erweitern. Oder das war ein anderes Level. Naja. Kennen sie auch so. Ja, das ist wirklich nervig, ihn hier mitzunehmen. Vor allem hier ist es nervig, ihn mitzunehmen. Hier ist ja doberweise auch noch die blöde Überwachungskamera. Aber ja, gut, das geht. Man muss bloß schnell genug sein. Auch auf Experte ist der nicht ganz so aufmerksam. Ach, komm. Egal, ich weiß jetzt nicht, wie lange. Ich habe nicht meine Uhr da wieder mal hingelegt. Wieder schlecht vorbereitet. Wir machen die Mission jetzt durch. So, hier auf der Seite nochmal das gleiche, aber hier ist es leicht. Basso muss ich jetzt leider mitnehmen. Der kann und darf uns jetzt nicht abhanden gehen. Warum seht ihr dann später? Jetzt weiß ich auch gerade nicht, ob in 1 oder in 2 Izzy lag. Den wir uns noch holen müssen. Mensch, was ist denn heute mit meiner Stimme los? Es tut mir ehrlich leid. Strohdumm. Aber es sind 2, oder? Was war das denn jetzt? Das ist mir natürlich auch noch nicht passiert. Die gehen hier so ihre Runden. So. Er ist aber tatsächlich einfach über Basso rübergelaufen. Ja gut, der kennt das Skript nicht. Das Skript der Hamariten weiß ja, dass Basso in der Zelle ist. Und wenn ich ihn hier aus der Zelle mit rausnehme, dann... Er ist also quasi einfach nicht da. Er ist doch da rüber. Ja, ist da rübergelaufen. Er hätte mich beinahe noch gefangen. Der ist jetzt hier hochgegangen. Der läuft hier so seine Runden, der kommt nochmal wieder. Jetzt muss ich schnell was gucken. Ja, er läuft jetzt erstmal in den anderen Komplex. Soll er. Ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, dass sie auch unten lang laufen. Naja, was soll's. Man lernt nie aus. Immer wieder Spaß mit Hamariten. Ja, Mann, er dreht sich schon wieder nicht um. Das ist doch nervig. Ah, endlich. Das war crazy. Da müssen wir rein. Moment. Jetzt erst dich. Jetzt nehme ich mir erst dich vor. Was war das denn? So. Logisch. Oben sind 4 Zellen, also kann es nur die oberste Reihe sein. Was ich jetzt aber erst gucken will. Oh, ich sollte hier nicht so weit vorne stehen, weil da unten läuft ja auch noch einer lang. Hier ist keiner drin. Da ist der drin. Na, hier ist keiner drin. Hier vorne ist einer drin. Also dürfen wir auf keinen Fall die vorderste Tür öffnen. Und ich gehe davon aus, dass das von hier aus gestaffelt ist. Nein, natürlich nicht. Nein, du entkommst nicht. Das muss nicht sein. Ja, das ist manchmal ein bisschen probieren, weil ich... Das wiederum kann man nicht. Also ich. Nee, das kann man nicht herausfinden, wie rum die gestaffelt sind. Das war die falsche. Aber da ist eh keiner drin. Und
Hier liegt ein Skelett drin. Jetzt könnten natürlich einige sagen, hey, wie willst du zwei Leute tragen? Aber darum geht's gar nicht. Wir sollen deine Glückshand wiederfinden. Und das tun wir auch. Wir nehmen seine Hand mit an uns. Ich hoffe, dieser Grafikbug provoziert nicht, dass die Wache ihn sieht. Und dann haben wir im Grunde genommen auch schon alles geschafft. Bis auf das da. Jetzt überlege ich gerade, ob die Wache hier hochkommt. Natürlich kommt sie gerade in diesem Moment hier hoch. Mist. Zu früh geschlagen. In diesem Moment kommt sie natürlich gerade hoch. Hier was. Ja, ich bin ja auch blöd. Ich hätte ja auch einfach eine zwischendurch öffnen können. Aber hey, was soll. Egal. Jetzt wissen wir es ja. Wenn ich jetzt weiß, dass der hier gleich um die Ecke kommt, dann fangen wir ihn doch jetzt ab. Buh. Könnte natürlich auch denken, da ist die Glory Hand. Aber ich wusste das natürlich schon. Warum kommt der denn jetzt nicht? Habe ich eben länger gebraucht? Das ist er jetzt hier, die Schritte. Ah, ich habe gerade gelauscht, aber... Doch, jetzt kommt er. Er bewegt sich hier gerade nicht. Ach ja, vorhin habe ich eben, habe ich euch auch noch das mit der Lucky Hand erklärt, logischerweise. Da habe ich ein bisschen länger gebraucht. Was? Lächerlich. Ah, das kommt davon, wenn man zu voreilig ist. Dann war es halt anders. Ist auch jetzt auch egal. Wir müssen gleich wieder in den Zellenblock 1. Ich will aber nur noch mir schnell euch diesen Zellenblock zeigen. Hier ist aber nichts mehr Wichtiges, wie gesagt. Jetzt kommt ja gleich der Hammeriter durch. Da ist nichts mehr Wichtiges, das könnt ihr alles noch euch anschauen, wenn ihr wollt. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, den ignorieren wir jetzt einfach mal, dass ich zu wenig Loot habe. Ich weiß gar nicht, ob so viel noch in den Offiziersbaracken rumliegt. Ich hoffe einfach mal. Ja, auf geht's. Basso mitgenommen. Bein in die Hand. Und dann geht das hier los. Und jetzt lernen wir noch eine neue Gegnerart kennen. Was wir nämlich noch nicht kennengelernt haben. Das sind Magier. Das war knapp. Magier sind noch gefährlicher als diese Hamaritenschweine. Legt euch nicht. Ihr solltet euch, wie gesagt, ich habe schon 3000 Mal gesagt, auf Experte sowieso mit keinem Gegner anlegen. Aber wenn ihr es unbedingt mit den Hamariten aufnehmen wollt, versucht es nicht mit den Magiern. Davon gibt es vier verschiedene. Es gibt Feuer, Erde, Luft und Wasser, möchte ich sagen. Zu erkennen an der Rüstung. Also an der Robe, ist ja keine Rüstung. Zu erkennen an der Robe, die sie tragen. Das ist hier so ein heiliger Schrein der Hamariten. Weil die Hamariten, wie ihr bestimmt schon mitgekommen habt, sind sehr, sehr gläubig. Sie verehren den Erbauer. Ob der Erbauer jetzt der Erbauer dieser Stadt hier ist, ob der damit gemeint ist, oder ob das tatsächlich sowas wie eine Art Gott ist, der alles umfassend gemeint ist, das weiß ich selbst nicht. Aber ihr habt gemerkt, die Hamariten sprechen in einer Art Gebeten, also in einer Gebetsform. Und sie sind auch, wie gesagt, sehr, sehr unaufgeschlossen gegenüber Ungläubigen eingestellt. Und hier ist ein Loot, den ich auf Experte noch niemals bekommen habe. Also man müsste die dazu ablenken, aber das ist mir auch zu unsicher, weil hier noch mehr Hamariten rumlaufen als die beiden. Das sind zwei Magier. Oder zumindest das eine ist ein Magier, bei dem anderen bin ich mir nicht sicher. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Und ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie man an den Loot rankommen soll, ohne deren Aufmerksamkeit zu erregen. So, jetzt habe ich euch mal gezeigt, wie schnell mich eine Hamarite killt. Weil, ja, ich weiß es nicht.
Gut, da muss ich jetzt eh nicht nochmal lang. Ich hab's euch jetzt gerade gezeigt. Da ist nichts weiter. Nur dieses eine Buch und der Loot, an den ich nie rankomme. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie man die auf Experte kriegt, ohne hier große Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist es ja eben. So, jetzt sind wir noch in den Baracken der Hamariten. Im Übrigen, wenn wir das Level auf eine Art abschließen, die ich selbst noch nicht kenne. Das habe ich nämlich erst neulich herausgefunden, dass es diesen Weg gibt. Durch Zufall vielmehr. Und ich will ihn einfach mal ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, wo er uns hinbringt, aber wir werden es gleich sehen. Bald sehen. Oh je. Thy shadow shall not cloak thee forever. Call down the wrath of the builder on thee who has done this. Mann! Ah, ist heute echt nicht mein Game-Tag. Merkt ihr das? Auch nicht mein Commentary-Tag. Aber egal, jetzt habe ich angefangen, jetzt mache ich das hier auch. Och, ich bin so blöde. Wo habe ich jetzt Basso hingelegt? Oh, hier. Ach, Mann. Naja, gibt schlimmere Tage. So, jetzt hier wieder rein. Hier war nur das. Hier waren Goldpfeile, Breitkopfpfeile, richtig, ja. Den ignorieren wir jetzt mal kurz. Der müsste ja hier lang kommen. Darf ich davon jetzt ausgehen, dass wir hier lang kommen? Erstmal kurz speichern. Ich höre ihn noch gerade nicht. Doch, jetzt höre ich ihn. Wenn er hier lang kommt. Kommt, geht da lang. Dürfte eigentlich gut gehen. Oh, Mensch. Gut. Ja, das hatte ich euch ja schon erklärt mit den Untergründen. Ihr könnt Stein auf Stein, wenn ihr euch da drauf bewegt, also wenn der Gegner sich auf dem gleichen Material bewegt wie ihr, dann ist das alles in Ordnung. Ich hoffe, hier ist nicht noch einer. Genau. Können wir Wasserfall noch mitnehmen. Ich kann auch die ganze Küche hier leer futtern, aber hey, wozu? Das hat eh keinen Effekt. Ist hier noch ein Feuerfeuer drin? Nein, sonst noch was? Nö. Okay. Dann wieder Basso geschultert oder Besso geschultert und es geht weiter. Ah, Mensch. Ich habe echt so das blöde Gefühl, ich habe irgendwo Loot vergessen. Das wäre nicht so schön. Ach, jetzt bin ich in den Endlos-Raum gelaufen. Ja, genau. Hier ist nämlich wirklich nichts. Außer dieses Hamaritenkreuz und das wird, ich denke mal, ich schätze, das ist ein Altar. Ein Gebetsaltar und deswegen ist der hier auch hinten so in der Ecke, da haben die Hamariten halt ihre Ruhe und dann ist das gut. Wem Spaß macht, bitte, ich habe keine Zeit jetzt hier zu beten. Wir müssen diese Leiche aus dem Gefängnis schaffen. Und das möglichst heute noch. Die Wache ignorieren wir jetzt eiskalt. Die läuft hier zwar einmal im Kreis, aber ich ignoriere sie jetzt trotzdem. Wir müssen nämlich hier hoch. In das Offiziersquartier, von dem Kathi gesprochen hat. Und ich hoffe ernsthaft, dass das der Rest des Loots ist, den ich noch brauche. Hier liegt nämlich eine ganze Menge rum. Wir gehen erstmal auf diese Seite. Habe ich den Schlüssel hierfür? Ja, genau. Ah, Mensch. Genau deswegen braucht ihr diesen Schlüssel. Das ist die einzige Möglichkeit, hier ranzukommen. Ihr müsst da an die Kanalisation. Gut, dass ihr das jetzt wisst. Hier war's nicht. Was hier? Hier war's. Ich habe keine Ahnung. Ne, hier war es auch nicht. Seht ihr? Das kenne ich auch noch nicht. Das ist mir auch neu. Ach Mensch. Ah, man lernt nie aus. Da war es auf der anderen Seite. Moment. Da draußen läuft noch eine Wache rum, aber die ignorieren wir jetzt. Da müssen wir nicht raus.
Hier genauso auf der Seite kommt ihr nur hier mit ran. Und dann haben wir den 1000. 1200. Ja, ich sage, hier sind Schätze im Wert von aberwitzigen Zahlen. Wo war denn das? Irgendwie habe ich es jetzt verpeilt. War es doch auf der Seite? Nee, hier war ich doch eben. Hier war es doch nicht. Ach hey. Jo. Irgendwas habe ich jetzt total verpeilt. Ich glaube, ich bin im Level falsch jetzt. Es tut mir jetzt leid. Aber egal, wir hätten hier eh so oder so hergemacht. Ich kann. Pff, ihr glaubt gar nicht, wie ich mich eben verjacht habe, dass der da auf einmal reingekommen ist. Das kommt davon, wenn man hier drin rumläuft. Oh nein. Bitte komm hier nicht raus. Und ich habe besser da drin liegen. Ich trottel. Oh mein Gott, ich trottel. Diese KI, ehrlich. Jedes Zucken bekommt die mit. Oh. Und so wie ich die KI kenne, weiß er schon, wo ich bin. Gebt euch Brief und Siegel, da kommt ihr gleich um die Ecke und weiß, wo ich bin. Oh Gott. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ehrlich, Gott sei Dank. Der Fug. Der hat übrigens auch einen Schlüssel. Ist mir gerade so aufgefallen. Da kommt ihr dann auch. Mit hier an diese Dinger. Der ist doch. Das ist doch lächerlich, dass der wieder schon wieder alles hört hier. Damit kommt ihr auch an die Tresore, wenn ihr das unbedingt wollt. Das geht mir gerade so auf den Senkel. Oh, er kriegt die Tür nicht auf. Ja. Was habe ich getan, dass er mich... nein! Wie? Ich bitte dich. KI. Die mag mich heute nicht. Ehrlich. Jetzt reicht's mir. Ich nehme den jetzt auseinander. Das ist... Jetzt... Nee, okay. Na gut. Nein. Jetzt will ich nicht mehr. Nö. Na gut, einmal noch. Das ist... So. Keine Ahnung wie. Ist mir jetzt auch egal. Mann. Das ist... Nee. So was habe ich noch nicht erlebt. Ehrlich. So was habe ich noch nicht erlebt. Oder was hier? Ich gucke erstmal schnell ohne Bassung. Hier ist mir eh zu schwer. Ja, hier wäre eigentlich die Leiche draußen rumgelaufen. Gott, wo war denn das? Ich glaube, ich bin im falschen Level. Also, ich habe jetzt meine Gedanken irgendwo falsch. Nee, hier kommt man nicht raus. Hier gab es keinen Weg raus. Wobei mich mal interessieren würde, das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert, ob das schon als draußen gilt. Mal gucken. Mission abgeschlossen? Nö. Nö. Das gilt nicht jetzt draußen. Okay. Also müssen wir den ganzen Weg zurück mit dieser super Leiche auf der Schulter. Yay. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun.
durch die Fabrik. Ne, Moment, durch die Fabrik müssen wir nicht. Doch, klar müssen wir durch die Fabrik. Aber es ist... Es gab irgendwo einen Weg. Hier lang. Bevor uns die Wache in den Rücken fällt. Aber ich weiß nicht mehr. Oder lag das daran, dass ich auf normal gespielt habe und man dann diesen einfachen, in Anführungsstrichen, einfachen Escape-Weg bekommt, Fluchtweg bekommt. Ach, sei es drum. Dann schleppen wir ihn halt über meinen bekannten Weg hinaus. Dauert zwar länger, ist jetzt auch etwas langweilig. Lasst mich irgendwas erzählen. Was kommt noch? Wir erleben noch mehr Zombies. Wir erleben aber noch ganz andere Kreaturen als nur Zombies. Wir erleben noch etwas mehr schleichlastigere Missionen, als es die hier ohnehin schon sind. Ja, also es kommt tatsächlich noch. Also es kommt noch eine ganze Menge auf uns zu, keine Sorge. War eine ganze Weile zu spielen. Ach ja, zu Yoshi's Island fällt mir gerade ein. Hatte ich ja im Wario Let's Play auch schon angekündigt. Kommt etwas später. Ich mache jetzt erstmal noch ein bisschen Thief weiter und dann fange ich mit Yoshi's Island an. Dauert noch ein bisschen. Ich denke mal, nächste Woche wird es da sein. Gehe ich von aus, dass ich es nächste Woche hochladen kann. Das ist den ersten Part. Oder die ersten zwei oder was weiß ich. Mal gucken. Jetzt sind wir wieder in der Fabrik. Jetzt muss ich mal ein bisschen aufmerksam sein. Weil das hier nicht ganz so sicher ist, wie ihr ja wisst. Aber wir haben uns ja hier schon den Fluchtweg gesichert. Größtenteils. Zu den Minen. Genau, da wollen wir hin. Ach nee. Das ist ja blöd jetzt. Ich hatte gehofft, der Weg ist da. Oder ach. Sei's drum. Jetzt sind wir auch gleich draußen. Jetzt geht mir Gesprächsstoff aus. Ja, habt ihr alle schon gesehen hier, ne? Unschön, wenn er der Gesprächsstoff ausgeht, kann ich euch sagen. Das ist echt nicht so toll. Im Übrigen, wollt ihr was über mich wissen? Fragt mich. Ja, es klingt blöd, aber fragt mich einfach. Normalerweise antworte ich auf alles, was so gefragt wird. Da habe ich gar keine Probleme mit. In Anführungsstrichen. Ja, wir wollen natürlich sachlich und in einer gewissen Art und Weise miteinander reden. Ne? Aber das sollte Voraussetzung natürlich sein für ein normales Gespräch. Fragt einfach, schreibt es mir in die Kommentare oder schickt mir eine PN. Wie auch immer, ich werde versuchen, dann auf euch einzugehen und euch im dann jeweils darauffolgenden Video, in dem ich denn die Frage gelesen habe, sie versuchen zu beantworten. Ich habe übrigens, fällt mir gerade ein, hier einen Fehler gemacht. Und der ist nicht ohne Folgen. Ich habe den Fahrstuhl nicht hochgeholt. Das ist immer eine ganz schlechte Idee, den Fahrstuhl nicht hochzuholen, kann ich euch sagen. Zwecks der Zombies hier. Aber kommen die eigentlich hierher? Nö, da sind sie zu doof zu. Oder auch nicht. Sie kommen hierher. Ach, ich wollte euch jetzt eigentlich noch gerade einen anderen Weg zeigen, aber den kann man nur von da oben erreichen. Egal. Nehmen wir halt wieder diesen Weg hier. Das nur wegen dem... Oh, geht das überhaupt? Oh, ja. Oh, nein. Ach. Pff, lächerlich. So, jetzt. Ach, Mann. Jetzt nehme ich natürlich den längsten Weg, der überhaupt möglich ist.
Ja, aber damit haben wir die Mission jetzt geschafft. Die seht ihr jetzt auch einmal im Ganzen. Das wäre eh blöd, das jetzt zu splitten. Weil ihr dann nämlich eine Folge habt, deren deren Stelle am Anfang sehr, sehr wenig Commentary wäre. Commentary wäre. Und das wäre auch blöd. Also lasse ich das jetzt in diesem Part. Dann habt ihr jetzt am Ende ein bisschen weniger Commentary. Meinerseits. Und dann im nächsten Part wieder mehr. Im Übrigen kommt hier nach mein absolutes Hasslevel. Ja. Mein absolutes Hasslevel. Das wird ein schönes Renn einfach durch Level. Es ist auch. Naja, ihr werdet sehen. Ich hasse es jedenfalls. So. Draußen. Normalerweise wollte ich jetzt von da oben die Klippe runterspringen und rauskommen. Aber so geht's auch. Mission complete. Ah, das war jetzt anstrengend am Ende. Locate and release Cutty. Fehlgeschlagen. Logisch. Wie auch. Er ist gestorben. 40 Minuten habe ich jetzt insgesamt für die Mission gebraucht. Und hier ist noch eine ganze Menge mehr Loot drin. Aber ich glaube, der Rest ist in den Minen. Wie gesagt, es ist zwar meine Lieblingsmission, aber ich hasse es immer, mich da so ewig lange in diesen Minen aufzuhalten. Und einiges haben wir jetzt auch in der Fabrik nicht gesammelt, da ist auch noch einiges stehen geblieben, aber es ist alles auf Experte so verdammt gefährlich und... Ach, ich hoffe, ihr versteht mich, wenn ich da nicht lang gegangen bin. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Part. Ich wünsche euch wie immer noch viel Spaß bei meinen anderen Videos, auch bei meinem anderen Let's Play. Und in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Mauli.